Im Namen des Primark-Vorstands heiße ich Sie hier im Primark-Store auf der Seil herzlich willkommen. Hi zusammen, ich war am Donnerstag, also am 14. in Frankfurt, weil ich eingeladen worden bin zur Primark-Preview, also zu der Neueröffnung. Und ja, vielen Dank nochmal an Grayling für die Einladung. Und ja, da bin ich halt mit meiner Mutter hingegangen. Und als Begrüßung haben wir netterweise so eine Goodie-Bag hier bekommen. Und die finde ich total schön. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Jutebeutel. Und kann man eigentlich auch ganz gut für die Schule tragen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was da drin war. Und zwar war einmal drin hier so ein Heftchen. Dann so eine CD. Ich weiß auch nicht, was die CD jetzt darstellen soll. Vielleicht erzählt die da auch nochmal die Geschichte von Primark oder so. Weil hier sind solche Zettel drin. Die erzählen halt so, wann Primark aufgemacht hat und wie viele Filialen es in Deutschland gibt und so. Und ja, das war einmal drin. Dann war drin eine DVD von Primark. Muss ich mir auch nochmal anschauen, weiß ich jetzt auch nicht genau, was da drauf ist. Dann war da noch drin ein Armband. Sieht so aus, habe ich auch noch nicht ausgepackt. Ist aber ehrlich gesagt nicht so mein Fall. Drinne war außerdem noch diese Kette hier, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und zu guter Letzt war drinne, worüber sich wirklich jeder gefreut hat. Das war hier so ein kleines Päckchen, das konnte man so aufmachen. Und da drinne hat man dann hier so ein Kärtchen gefunden. Und da dachte man sich so, hä, was ist denn das jetzt? Und dann hat man das umgedreht und da stand hier 50 Euro. Also hat jeder von uns, der so eine Goodiebag bekommen hat und zur Primark Preview eingeladen war, einen 50-Euro-Gutschein bekommen und konnte dort einkaufen im Wert von 50 Euro und halt natürlich auch mehr. Und ja, ich war, wie gesagt, mit meiner Mama da und meine Mama hat dann auch so eine Goodiebag bekommen und weil meine Mutter nicht so viel bei Primark gefunden hat, ich glaube, das war nur ein Oberteil oder so, habe ich dann auch ihren Gutschein bekommen. Dann hatte ich halt einen 100-Euro-Gutschein, worüber ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Und ja, dementsprechend sind das auch richtig viele Sachen geworden, die ich euch jetzt einfach mal zeigen werde. Fangen wir an mit den Oberteilen. Da habe ich mir hier so ein grünes Longsleeve gekauft. Das ist hier auch so ein High-Low-Style. Und das hat hier an den Ärmeln solche kleinen Nieten drauf. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil es so ein Basic ist und halt hier solche schönen Details hat. Und das hat 10 Euro gekostet. Dann habe ich mir so eine Bluse gekauft. Die sieht so aus. Die hat hier vorne auch noch so weiße kleine Blümchen dran. Und ich könnte meinen, beim Hollister gab es auch so eine ähnliche, aber beim Hollister war die natürlich viel, viel teurer. Die hat, glaube ich, beim Hollister irgendwie 40 Euro oder so gekostet und da war ich echt zu geizig, irgendwie 40 Euro dafür auszugeben. Und beim Primark hat die nur 15 Euro gekostet. Dann habe ich mir einen Cardigan gekauft in so einer Farbe hier. Das ist so ein Korallorange, ich weiß es selber nicht genau. Ich glaube, in der Kamera kommt es wirklich so Korall rüber, aber in Wirklichkeit ist es eher so ein Orange. Und ja, der hat auch nur 12 Euro gekostet und den fand ich eigentlich ganz hübsch und kann man eigentlich ganz gut hier auch über das Jeanshemd hier drüber ziehen oder so, weil blau und orange, ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus und jetzt auch gerade für den Frühling und ja, deswegen habe ich den nochmal mitgenommen. Ja, und die Bluse, die ich hier gerade trage, die ist auch von Primark. Das ist hier so eine ganz normale Jeansbluse. Die hat hier aber solche transparenten Ärmel. Also fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr hübsch. Und die hat auch 15 Euro gekostet. Gehen wir mal weiter mit den Kleidern. Und zwar habe ich auch drei Kleider gefunden, die wirklich so, so schön sind. Und zum einen ist das hier dieses Kleid. Das hat hier vorne so Spitze, hat aber, weil das hier so durchsichtig ist, auch hier so ein Unterkleid, damit man das halt nicht so sieht, also damit man nicht so einen extra Top noch drunter ziehen muss. Und dann geht es hier unten so weiter und das ist so, geht bis über die Knie und hat hier auch noch so einen bordeauxroten Gürtel dabei. Und ja, als ich das Kleid gesehen habe, habe ich mich sofort verliebt und habe es direkt mitgenommen und das hat 17 Euro gekostet. So, das zweite Kleid wäre dann dieses. Das ist hier so ein richtig, richtig langes Kleid. Ich kann mal aufstehen und euch das mal zeigen. Das ist hier auch in so einem High-Low. Und ja, das hat wie beim anderen Kleid auch hier so ein Unterkleid. Damit man das hier, wie gesagt, nicht so durchsieht, weil das ja hier richtig transparent ist. Und das hat 19 Euro gekostet. Dann kommen wir zu einem Kleid, was eigentlich ziemlich einfach aussieht. Ich es aber trotzdem mitgenommen habe, weil ich das eigentlich richtig schön fand. Meine Freundin sagt dazu, das sieht aus, als würdest du auf eine Beerdigung gehen. Aber ja, ich finde es eigentlich trotzdem ziemlich schön. Also das ist hier einfach hier so ein ganz normales Kleid. Und dann hat das hier so einen Bund. Und ist dann auch hier in so einem High-Low. Und ist wirklich auch ziemlich lang. Aber ich meine, wenn man mal irgendwo schick essen geht mit der Familie oder so und halt einen Blazer drüber zieht
und halt schöne Schuhe, dann passt das eigentlich auch und dann sieht das auch nicht so aus, als würde man auf eine Beerdigung gehen. Ach ja, das Kleid hat 15 Euro gekostet. Dann kommen wir mal zu den Hosen und zwar habe ich mir hier so eine High-Waisted Shorts gekauft. Die sieht so aus und hier hinten auch nochmal. Und die habe ich in der Größe, Moment, in der Größe 6 mitgenommen, also 34, aber irgendwie, also die hat mir eigentlich in der Kabine gepasst, aber jetzt, wo ich zu Hause bin, passt die mir auf einmal nicht mehr. Also ich weiß nicht, die passt schon, aber ist irgendwie obenrum viel zu eng. Und jetzt weiß ich auch nicht genau, ob ich die dann irgendwann mal umtauschen soll oder behalten soll oder mir dann noch eine kaufen soll in 36, weil die ist irgendwie echt so ein bisschen eng hier oben und ich weiß nicht genau. Aber so sitzt sie wirklich perfekt und die hat auch nur 9 Euro gekostet. Und falls ihr solche Jeans sucht, gibt es die wirklich günstiger als beim H&M, beim Primark. Also geht zu Primark, falls ihr so eine sucht. Ja, und dann habe ich mir hier dieses schöne Höschen hier noch gekauft. Das ist so ein Schlafanzugshöschen. Das finde ich total süß, weil es hier auch diesen Floralprint hier hat. Und das hat auch nur 4 Euro gekostet. Das fand ich echt total süß, so wenn man irgendwo mal im Sommer so draußen sitzt oder zum Schlafen halt. Ist echt ganz niedlich. Ja, da kommen wir auch mal direkt zu den Jacken. Und zwar habe ich mir hier diese Jacke hier gekauft. Das ist hier so eine khakifarbene Jacke mit Lederärmeln. Die sind ja auch so richtig beliebt in letzter Zeit. Und dann dachte ich mir so, ja, du findest sie eigentlich auch ganz schön. Beim H&M kosten die Jacken 50 Euro, glaube ich. Und hier beim Primark habe ich die für 29 bekommen. Wobei, ich muss echt sagen, für Primark 29 Euro, das ist doch so teuer, oder? Also, keine Ahnung, man denkt da immer so, oh, Primark, voll billig und so. Und dann geht man da rein und denkt sich, oh, 19 Euro für ein Kleid, 29 Euro für eine Jacke, okay. Weil früher war das irgendwie viel billiger. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch so findet, dass Primark damals irgendwie billiger war als jetzt. Ja, jedenfalls ist das hier die Jacke. Und, ja, die hat hier so einen Bund hier vorne, kann man dann auch so ein bisschen zusammenbinden, wenn die so ein bisschen enger sitzen soll. Und hier unten auch nochmal, ja. So sieht die aus. Und dann habe ich mir hier noch so eine Jeansjacke gekauft. Und ich habe die mir in 36 geholt, damit die so ein bisschen weiter sitzt. Ja, und die hat auch nur 19 Euro gekostet. Jetzt kommen wir mal zu den Accessoires. Und zwar habe ich mir hier diese Nietenklatsch gekauft. Ich war so lange auf der Suche nach einer Nietenklatsch und habe nirgendwo eine gefunden. Und dann war ich endlich beim Primark und habe sie dann gesehen und habe sie auch direkt mitgenommen. Und die hat nur sage und schreibe 9 Euro gekostet. Also wirklich auch sehr, sehr günstig. Und ja, von innen sieht die so aus, hat hier noch so einen kleinen Reißverschluss, hat dann hier nochmal so einen Reißverschluss und hier dann nochmal, keine Ahnung, ich glaube, ich mache das ab, ich finde das nicht so schön, so ein Ding halt. Und dann hier kannst du deine Hand so durchmachen und dann irgendwo damit feiern gehen oder so, keine Ahnung. Ja, so sieht die halt aus. Und ich finde die klasse. Ich habe mir das ja schon mal gekauft, aber das ist bei mir total voll mit Schminke und deswegen brauchte ich mal ein anderes. Und ich dachte mir so, ja, wenn zwei gleiche nebeneinander stehen, sieht das bestimmt nicht mehr so schlecht aus. Deswegen habe ich mir noch eins davon gekauft und das hat 6 Euro gekostet. Habe ich mir hier diese tolle Kette hier gekauft und ich habe meine Freundin gefragt, hier, Luisa, wo hast du nur die Kette? Da meint sie so, ja, aus dem Brigitte Bijou oder Bijou Brigitte, ich weiß es gerade gar nicht. Und ja, da bin ich dann mal hingegangen und habe da mal geguckt und dann, also meine Freundin hat die Kette in Gold und dann habe ich geguckt so, ja, die gefällt mir. Habe dann aber allerdings auf den Preis geguckt, dachte mir so 15 Euro für eine Kette, nee danke. Bin dann wieder rausgegangen und als ich dann im Primark war, habe ich halt wie gesagt die entdeckt und die sieht wirklich gleich aus. Dann habe ich mir noch eine Kette gekauft, auch 5 Euro. Das ist hier so eine cremefarbene Kette mit hier so einem goldenen Detail. Und ja, die finde ich auch ganz, ganz klasse. Die habe ich auch meiner Freundin mitgebracht. So, jetzt noch eine Kette. Und zwar sieht die so aus. Und manche von euch werden jetzt sagen, hä, ist die nicht aus dem H&M? Und das dachte ich mir nämlich auch, als ich die gesehen habe, weil im H&M war die überall ausverkauft. Und ich wollte diese Kette unbedingt hier haben. Und ich könnte wirklich meinen, genau dieselbe gibt es beim H&M oder gab es da beim H&M für 15 Euro oder für 12 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls kostet die beim Primark 5 Euro und sieht genauso aus. Deswegen habe ich mich total gefreut, als ich die dann gefunden habe und habe sie dann auch direkt mitgenommen. Und da habe ich mir noch eine Kette gekauft. Und zwar ist das eine Kreuzkette. Ich habe die schon in Gold, wollte sie aber halt in Silber haben und habe sie dann auch in Silber gefunden und direkt mitgenommen. Und das ist jetzt die letzte Kette. Und zwar ist das so eine Mustache-Kette. Und die hat auch nur 3 Euro gekostet. Und die fand ich eigentlich ganz süß und deswegen habe ich die mal mitgenommen. Und ja, für 3 Euro kann man auch nichts sagen. Habe ich mir hier diese Ohrringe gekauft, wie immer, für 1,50 Euro. Weil ich verliere die immer total schnell. Geht es euch genauso, dass ihr die immer total schnell verliert?
Und ja, für 1,50 Euro kann man für 5 Paar wirklich nichts sagen. Dann habe ich mir hier nochmal 2 Ohrringe gekauft. Das sind hier wieder so Kreuzohrringe, einmal in Silber und einmal in Gold. Ich hatte ja schon mal die goldenen, aber die habe ich verloren, deswegen habe ich mir neue gekauft. Und die haben beide jeweils 1,50 Euro gekostet. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Und zwar ist das dieses Armband hier. Das hat hier solche spitzen Kegelnieten dran. Und das ist Gold, falls man das in der Kamera sehen kann. Und das hat auch nur 3 Euro gekostet. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinen Sachen, die ich mir gekauft habe. Also es ist wirklich nicht wenig gewesen. Und ja, ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!